Der Kirchentellinsfurter Baggersee, bislang in Besitz der Karl und Ernst Epple GmbH, gehört jetzt dem Fischereiverein Reutlingen, der jetzt 100% der Anteile an der GmbH übernommen hat. Der Verkauf traf die Gemeindeverwaltung eiskalt. Diese hatte für den See bereits ein Entwicklungskonzept vorgelegt, mit dem die unterschiedlichen Nutzerinteressen, vom Schwimmer bis zum Angler, gleichermaßen abgedeckt werden sollten. Der Bebauungsplan habe weiterhin seine Gültigkeit, heißt es aus dem Rathaus. Wie es jetzt mit dem Gewässer weitergeht, soll in Gesprächen zwischen der Gemeinde und dem neuen Eigentümer geklärt werden.